Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind, wie angekündigt, mal wieder bei Herrn Pieper. Ich kann euch schon mal so viel vorab verraten. Es gibt eine kleine Premiere. Und zwar, ich habe diesen Typen tatsächlich hier aus Dortmund rausgelockt und er kommt diesen Freitagabend, 6.9., zu uns im Ladenverkauf. Wir haben wieder lange auf, bis 24 Uhr. Und ich habe Björn so lange breit getreten, dass er mal ein bisschen Zeit für euch hat. Was gibt's zu essen? Burger. Oh, okay. Ganz viele Leute kommen nämlich immer zu mir an und versuchen irgendwie den Kontakt zu dir herzustellen, weil die einfach Hilfe brauchen. Und ich habe mir überlegt, wir können das Ganze ja einfach mal in kurz und einfach abhandeln. Das heißt, ich baue dir da einfach einen kleinen Tisch draußen auf. Und jeder, der hier bei BP Motorentechnik gerne irgendwas machen würde, kann, wenn er will, seine Teile mit hinschleppen. Ja. Kannst du auch zu Hause lassen und einfach so kommen. Du bringst deinen neuen Mitarbeiter mit, den Rolf. Den werden wir dann bei Zeiten auch noch vorstellen. Ja. Und ja, so könnt ihr die beiden mal kennenlernen und einfach mal reinschnuppern und mal anfragen, wie, wo, was hier eigentlich so geht. Genau. Freust du dich schon drauf? Ich bin gespannt. Das war wirklich, ich glaube, ich habe das wirklich... Wie oft habe ich das probiert? 6-mal, 8-mal, 10-mal? Bestimmt, ne? Ja, auch Essen Motorschau hast mich gefragt und so weiter. Volles Programm, keine Chance. Nee. Ja, egal, jetzt muss das sein. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine witzige Sache, weil sind Wetter, da viele Leute? Wetter wird auch, ja, ich denke mal so 1000 Leute kommen da immer so, ne? Okay. So, also natürlich bitte schont Björns Nerven und Zeit und wirklich nur, wenn ihr echte Anfragen bezüglich Motoren Bearbeitungen habt, könnt ihr ihn jederzeit vor Ort einfach anquatschen und ja, dann gibt es jede Menge technische Gespräche. Ich glaube, ich muss fast eine versteckte Kamera aufstellen. Mal gucken. Wenn dann irgendwann die Kurbelwellen quer über den Hof fliegen, weil, der, weil die Schnauze voll ist. Aber ich komme da nur mit meinem kleinen Wagen. Ja, egal. Ja, die Teile mitnehmen tust du eh nicht. Oder willst du, sollen die Leute gleich ihre Sachen mitbringen und fertig. Stell deinen Bus dahin. Machen und dann bringe ich es, dann muss ich wieder schleppen. Ne? Du kommst sowieso immer wieder vorbei. Ja, okay. Vielleicht. So, okay, und genau deswegen machen wir heute nämlich um ganz viele Fragen, so ähnlich wie dieses FAQ auf den meisten Homepages immer, machen wir genau das gleiche heute mit Björn in Bezug auf deine Bearbeitung, ja, was du alles anbietest und was es kostet. Ja. Damit man so im Vorfeld schon mal einfach viele Fragen aussortieren kann und die Leute einfach wissen, was sie erwartet, wie sie sich vorbereiten können und so weiter. Ne? Erstmal vorweg, prinzipiell gibt es etwas, was du gerne machst, was du liebend gerne machst oder was du nicht gerne machst oder was du auch einfach von deinen Maschinen her nicht kannst? Ja, also sehr gerne mache ich eigentlich nur so eine ganz normale Standard-Blockbearbeitung. Mhm. Blöcke, Plan, Bohren, Honen, das ist eigentlich so das Lieblingsarbeit, die Lieblingsarbeit, die ich mache. Da sind wir schon bei der ersten Frage. Ja. Was passiert, wenn einer zum Beispiel einen montierten Block hier anschleppt? Also, wenn wir ihn nur Plan bohren hohen sollen, dann sollte er den Block wirklich komplett zerlegt anliefern. Wir können zwar mit Aufpreis auch Kurbelwelle, Plollen, Kolben ausbauen, aber was nicht sein darf, ist irgendwas mehr dran. Es darf keine Ölwanne dran sein, es darf keine, kein Kopf drauf sein, es muss eigentlich ein nackter Block sein, weil das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe, auf diese Bearbeitung von diesen Sachen. Okay, das ist ja schon mal eigentlich relativ einfach. Ja. Wie verhält sich das Ganze? Die meisten Leute fangen ja leider erst dann den neuen Motor aufzubauen, wenn der alte kaputt ist. Ja. Und es ist immer so die große Frage. Nein, nicht. Nee? Fast, also wirklich bei mir muss ich sagen, dass mehr Kunden hinkommen und würden gerne im Vorfeld was gemacht haben, weil sie Angst haben, dass es kaputt geht. Ah. Okay, ja, das ist ja schon mal gut. Ja. Weil meistens ist natürlich ein heiler Motor immer der gesündere Motor, als wenn du so einen kaputten Motor hast. Ja. Weil die meisten Leute dann ja doch nicht so akribisch alles durchtauschen, dass irgendwo noch ein Fehler am Ende drinsteckt. Ne? Ja, das stimmt. Okay, wenn nun aber doch einer als Beispiel einen Motor hat, der gefressen hat, Lagerschaden hat oder ähnliches. Ja, Lagerschaden ist eine Sache, die bin ich eher raus. Also das meine Lieblingsarbeit ist die Blockbearbeitung, Plan, Bohren, Hohen. Es ist wirklich eine Standardarbeit. Es ist auch nichts, kein Hexenwerk eigentlich. Das ist so das Liebste, was ich mache. Danach kommt Kurbelwelle, richten, polieren, wuchten. Jetzt sagtest du gerade Lagerschaden. Genau das kann ich nicht mehr. In dieser kleinen Halle hier habe ich keine Kurbelwellenschleifmaschine, weil die ist nämlich lang.
Du weißt ja noch, wie groß die war. Mhm. Und die gebe ich extern weg, aber das würde von meinem kleinen Betrieb eigentlich so aufwendig sein, dass ich da sage, wenn einer eine Kurbelwelle zu schleifen hat, die muss er woanders schleifen lassen. Die kann ich ihm nicht beihelfen. Okay, und wenn ein Kunde sich nicht sicher ist, ob seine Welle noch rettbar ist oder nicht? Das kann ich machen, natürlich, weil in dem Fall würde ich, wie bei allen anderen Wellen auch, auf Schlag prüfen und erstmal anfangen zu polieren. Und dann, wenn die Riefen einigermaßen weg sind, kann ich natürlich eine Messuhr nehmen und gucken, ob ich noch in der Toleranz bin. Das geht. Ja. Mhm. Problem bei modernen Motoren ist, dass es keine Untermaßlagerschalen mehr gibt. Das heißt, selbst wenn ich theoretisch das schleifen könnte, ohne das Material kann ich sowieso nicht machen. Oh. Das heißt, in so einem Fall würdest du erstmal ein Angebot erstellen für den Fall der Fälle, dass die Welle rettbar ist. Ja. Wenn sie es nicht ist, nach Absprache muss halt eine neue Welle her. Genau, ja. Okay. Mhm. So, das ist das. Das erste Aber die Blöcke. Dann geht, die Kurbelwellen? Es geht nicht, dass jetzt irgendwie Samstagvormittags der Kunde hier mit dem ganzen Motor ankommt und sagt, guck mal, der ist kaputt, was machen wir da jetzt? Nein, ganze Motoren ist definitiv das, was ich auf keinen Fall annehmen werde. Ich habe gar nicht den Platz dafür, ich habe gar nicht die Zeit dafür, einen ganzen Motor zu zerlegen, weil man muss mich wirklich als Dienstleister für diese Bearbeitung sehen und nicht als Experte für alles ringsherum. Ich mache zwar gerne deinen Motor im Ganzen, aber das ist wirklich eine Ausnahme, eine absolute Ausnahme. Weil ich die Übersicht behalte über die Teile. Ja, sozusagen. Ja, und weil wir immer wieder das Gleiche machen, dafür fehlt mir eigentlich die Kapazitäten, alle Motoren auch komplett zu schrauben. Letzter Punkt, weil wir das irgendwie so ein bisschen falsch dargestellt hatten. Es heißt jetzt immer so, Björn macht keine Köpfe mehr. Ja, das habe ich so gesagt. Das ist, ich mache Köpfe noch, für die Motoren, wo ich auch den Block mache, mache ich auch die Köpfe. Das sind die VAG-Motoren. 1.8T, TFSI, TTRS, RS4, S4. Das war's. Das sind die Köpfe, die ich mache. Dafür habe ich die passende Ventilführung da, dafür habe ich die passenden Ventile da. Aber weitere Sachen wie R32 mache ich nicht. Ist meine Maschine zu klein für diesen riesigen Kopf. Ja. VR6. Sag ich jetzt nichts so. deswegen. Aber dann auch am liebsten in Kombination mit dem Block dazu. Mit dem Block, wobei das ist egal. Ich kriege auch relativ viele, das sogar noch relativ wenig 1.8T-Blöcke, aber relativ viele 1.8T-Köpfe für einmal überarbeiten. Ah, okay, also da ist es schon so, Führung neu machen, Sitzringe und so weiter. Genau, wobei da braucht man nicht ankommen bei mir, sozusagen, ja, kannst du mir mal die alten gebrauchten Ventile einschleifen, weil das ist eine Arbeit, das finde ich. Nein, das mache ich nicht. Machst du nicht mehr, ne? Ja. Okay, so viel schon mal grob vorweg, damit ihr nächste Woche bzw. diese Woche Freitag euch schon mal eure Fragen vornotieren könnt. Du hast eine Sache vergessen. Du hast eine Sache vergessen, was ich auch noch anbiete. Das habe ich wieder dazu genommen. Eigentlich nur, weil Rolf jetzt dabei ist. Ich habe mal strikt gesagt, wenn jemand Teile anliefert, dann mache ich nichts. Dann mache ich zwar das Bohren holen von den Blöcken, aber nichts weiter. Da habe ich jetzt einen anderen Weg, so ein bisschen anders. Ich mache diese Bearbeitung inklusive der Montage. Es muss sich natürlich dann aber auch diese Arbeitsschritte alle nach mir richten, weil ich soll ja den Motor nachher montieren. Und auch nur bei unseren VAG-Motoren. Also nicht bei irgendeinem Mitsubishi, nicht bei einem Nissan, nicht bei einem VR6 mache ich. Das machst du da vor 6 Jahren. Damit meinst du jetzt als Beispiel, wenn jemand fremde Pleu anliefert, ist es Pflicht, dass du die einmal komplett durchmisst, Lagerspiele und so weiter? Genau, ja. Das ist dann immer. Das ist ein komplettes Programm, so wie ich deinen Motor machen würde, so mache ich diese Motoren auch, mit Säurebad, mit neu lackieren, sodass ein Block da wieder ausgeliefert wird, wo ich sagen kann, das hat mir Spaß gemacht, das ist ein vernünftiger, der ist nicht voller Rost, da ist alles gemessen, das ist nicht auf, mal gucken, ob es hält. So, das Coole ist, ihr habt ja im letzten Video gesehen, wir fangen jetzt so eine neue Videoreihe immer für zwischendrin an, wo wir wirklich Schritt für Schritt thematisch alles einmal durchgehen, in Kurzvideos, wirklich speziell nur auf die Thematik immer, wie wir beim letzten Mal Kolbenringe gemacht haben. Jegliche Punkte, die wir jetzt hier durchsprechen, die meisten, ihr habt es eigentlich überall schon mal irgendwo so grob gesehen, aber wir werden schon Punkt für Punkt in den nächsten 12 bis 48 Monate alles nochmal so gerade solche Sachen, wie du gerade sagtest, Säurebad, Motorblock lackieren, Montage und so, da werden wir schon im Einzelfall überall nochmal drauf eingehen. Das würde ich ja gerne machen, dass immer, dann ist es unabhängig eigentlich, was für ein Motor es ist, weil die Arbeit ist eigentlich, ganz doof gesagt, ein gleich. Kleiner Lupo Dreizylinder ist die gleiche Bearbeitung V6. Wie ein V6.
Ja. Ja, und ich nehme die Preislisten mit nächste Woche, aber falls du es wissen willst, ich habe hier schon ein paar Sachen zu vorbereiten. Ja, so ein bisschen bringen wir euch auf jeden Fall schon mal auf den aktuellen Stand. Wo fangen wir am besten an? Am liebsten Blöcke, planbaren Hof. Okay. Ja, das ist uns ganz einfach. Der Block wird nackt angeliefert und er ist sauber. Wenn er nicht sauber ist, muss ich noch einmal eine Pauschale nehmen fürs Reinigen. Mhm. Aber grundsätzlich, sagen wir mal, er kommt hier sauber zerlegt an. Was heißt sauber? Es tropft kein Öl ab. Okay. Das ist wichtig. Also schon mal so ein bisschen Bremsenreiniger, Hochdruckreiniger, Vogelreiniger. Das reicht dann sozusagen. Mhm. Und dann 4 Zylinder, Planborn Hohn 400 Euro, 5 Zylinder 500 Euro, 6 Zylinder 600 Euro. Egal ob V oder Reihe? Nein, das ist die Reihe, weil im V wird es natürlich anders. Da muss natürlich deutlich aufwendiger ist das vom Spann her. Da wäre ein Moment. Ach, das Erste, was in der Liste drin ist, ist VR6R32, 800 Euro, Planborn Hohn. Bitte den Stirndeckel mitbringen. Ne? Mhm. Hast du ja auch vergessen. Mhm. Und V6, 900 Euro. Mhm. Und V8, 1000 Euro. Mhm. Jetzt kommt natürlich, ich hab's nur für... Machst du ja VR6 fast lieber als V6 vom Preis her. Das ist aber nicht so viel, aber das Ausrichten von einem VR6 ist, das ist... Ich muss zwar nur eine Seite planen, deswegen ist es ein bisschen billiger, aber das Ausrichten von einem VR6 ist aufwendiger als ein V6, weil ich das nicht mit der Wasserwaage machen kann. Mir schwebt übrigens gerade so ein T-Shirt für dich am Freitag in Hannover vor. Ja? Ich glaube, ich mache dir noch schnell ein T-Shirt fertig, wo wir so I love VR6 vorne drauf machen. Eigentlich wollte ich das genauso ein T-Shirt haben, VR6 durchgestrichen. Ne? Also, ja. Ja, und was ich natürlich öfters bekomme, der V8 Alu-Block, Planborn Hohn, 1300 Euro. Durch das Alusil freilegen. Da ist es müssen wir auf jeden Fall ein Video zu machen. Ja. Ich habe zwar leider keinen Motor dafür, aber nein. Irgendwann müsst ihr ja mal eine haben, dann können wir da auf jeden Fall ein Video zu machen. Ne? Weil das interessiert mich selber, brennt, war ich noch nie dabei. Nein? Nee. Okay. Weil habe ich halt nicht so einen Motor. Gut. Das müssen wir machen. Okay, also da kommen dann nochmal 300 Euro um drauf durch diese Alusilbehandlung. Genau, ja. Mhm. Okay. Der Block wird dann nach der Bearbeitung bei mir in eine Waschmaschine gepackt und ölfrei gereinigt. Es ist dann nicht montagefertig sauber. Er sieht zwar sehr sauber aus, er ist nochmal eingeölt, damit die Zylinderwände nicht rosten, weil das ist so frisch bearbeitetes Material, rostet relativ schnell an der Luftfeuchtigkeit. Mhm. Deswegen, ja, aber kennst du ja auch von deinen Motoren, wenn ich dir das so gebe, die Blöcke, die musst du zu Hause nochmal sauber machen. Wie sind die Aufpreise dazu? Weil das ist ja theoretisch die optimale Vorarbeit, um oben unsere Kupferringe reinzumachen. Wenn ja schon geplant ist. Okay, gut. Da erwischt mich gerade. Das habe ich jetzt nicht in der Preisliste drin. Ja. Kann ich dir gerade nicht sagen. Okay. Ich nicht mal also, sagen. Falls einer Ringe haben will, nächsten Freitag, beziehungsweise diesen Freitag, ich komme immer durcheinander. Ich habe nur einen Aufpreis, das sind für die VW-Motoren, weil dafür habe ich die passenden Stangen, damit ich die auf die Hauptlagergasse spanne. Beim TTRS und bei den neuen TSI-Motoren absolut notwendig. 50 Euro Aufpreis, damit ich die auf die Hauptlagergasse spanne. Weil diese Blöcke sind leider bei VW unten zu oben nicht mehr parallel. Mhm. Das heißt, selbst fürs Bornhohenplan, für die beiden Typen von Motoren nochmal 50 Euro mehr. Genau. Mhm. Für den Vierzylinder 1,8T kann ich es aber auch anbieten. Mhm. So, das... Okay. Punkt 1. Ja. So, Ringe machen wir nächstes Mal. Ja, okay. Dann haben wir nur noch das Wuchten der Welle. Genau, das ist ja eigentlich so dein Liebstes, wo man auch Videos ohne Ende zumachen kann, weil es so extrem krass technisch immer ist, weil man da so viel zu erklären kann, ne? Ja. So, weil da kann man sich immer so keiner was drunter vorstellen. Meistergewichte, dynamisches Wuchten und so weiter. Ne? Ja. Da werden wir auch jede Menge zu machen. Aber hau mal ein paar Preise raus. Gut, okay. Die Arbeitsschritte sind bei allen Typen die gleichen. Kurbelwelle auf Schlag prüfen. Kurbelwelle gegebenenfalls richten. Kurbelwelle Lagerzapfen, Hauptlager polieren. Gegebenenfalls richten heißt, wird nur berechnet, wenn sie gerichtet werden muss. Ja, genau, weil da sich zum Beispiel dieser Position ist nach Aufwand wieder berechnet. Okay. Genauso auch gleich bei den Wuchtarbeiten wird nach Aufwand berechnet. Weil, kommt gleich zu, ja, Lagerzapfen polieren, dann wuchten, das Messen und dann das Intoleranz bringen, das Bohren. Nochmal gibt es dann den Aufpreis, Schwungscheibe oder Schwingungsdämpfer mit wuchten, das ist doch mal Aufpreis nach Aufwand. Ja, fangen wir an, wenn wir zum Beispiel eine Vierzylinderwelle hier haben, die auch mit Schwungscheibe gewuchtet werden soll, haben wir erstmal 290 Euro für die Schritte
Schlagprüfen, richten, polieren, wuchten. Mhm. Polieren heißt wirklich alle Lagerstellen polieren. Alle Lagerstellen. Okay. 100 Euro circa auf Preis für die Schwungscheibe, 100 Euro circa auf Preis für die Riemenscheibe vor einem Schwingungsdämpfer und circa 100 Euro auf Preis für Pleu und Kolben auf ein Gewicht bringen. Mhm. Das ist. Man muss jetzt dazu sagen, wir reden hier von Bruttopreisen. Ja, immer Bruttopreisen, weil ich eigentlich mehr Privatkunden habe, sind die Preise immer so, was man hier bar mitbringen muss. Okay. Okay, dafür hat man aber in dem Moment eigentlich fast eine neuwertige, wenn nicht noch bessere Kurbelwelle. Ja. Weil ist poliert, gerichtet, gewuchtet, volles Programm. Ja. Und okay. bei der Vierzylinder ist das ja noch simpel. Bei einer V6 oder Fünfzylinder muss man natürlich mit den Meistergewichten arbeiten. Deswegen machen wir einfach mal die Fünfzylinderwelle. Fängt bei 550 an. 100 Euro Schwungscheibe, 100 Euro Schwingungsdämpfer. Aber eine alte Fünfzylinderwelle, nur als erfahrungsmäßig, die, das muss ich im Genauen dann erklären, weil das dauert ja zu lange, da ist meistens das Wuchten deutlich aufwendiger, weil die Wuchtungen dort extern durch Riemenscheibe und durch Schwungscheibe erzeugt werden. Okay, das klingt aber sehr interessant, das müssen wir in Ruhe nochmal machen. Ja, das ist der Preis dafür. Das heißt, 5 Zylinder 550 plus 200, 750? Ja, und die V6-Welle macht 610 Euro. Das ist fast ähnlich. Übrigens V6 mehr. Und VR6 ist da absolut gleich von den Schritten her. Ja, haben wir eben die 610 Euro plus die eventuellen Aufpreis für Schwungscheibe und Riemenscheibe. Ja. Okay. So, das sind so die Preise. So, das haben wir. Ja. Was haben wir jetzt noch? Flock haben wir, Kurbelwelle haben wir. Jetzt noch der letzte Punkt meiner Arbeit ist, ihr habt einen VW Audi Motor und gebt mir alle Teile hier hin und ich soll euch den Block bearbeiten. Passend dazu und montieren. Okay. Dann, ja. Natürlich dabei gibt es die extra Unterschrift. Ne? Ich halte nicht meine Hand ins Feuer für angelieferte Teile. Das heißt, in dem Fall gibt es eine extra Unterschrift. Anlieferung, angelieferte, wie war es ganz genau? Die angelieferten Teile werde ich zwar einmal angucken und gucken, ob sie vernünftig aussehen, aber ich kann keine Gewährleistung darauf geben. Theoretisch müsste ich es ja als Fachfirma, wenn mir einer Teile gibt als Fachfirma, muss ich sagen, ja, es funktioniert, aber ich kann es nicht sagen, ob dieser JE-Kolben 1000 PS ab kann. In dem. Ja, das klar, ist ja schlecht. Nicht meins, ich, nur schlecht. Die Dienstleistung dieser Bearbeitung. Gerade weil auch noch bei so einem Motor halt einfach nochmal zusätzlich so viele Faktoren oben drauf kommen. Ne? Ja, das steht da auch, das ist ein ganz schön langer Text, was die Leute sich durchlesen müssen. So, wo du in dem Moment natürlich gar nichts für kannst. Da sind wir auf jeden Fall gerade nochmal bei, fällt mir gerade nochmal ein interessantes Thema. Du hast ja auch mittlerweile haufenweise eigene Teile. Ja. So. Da, das sprengt den Rahmen, das müssen wir auf jeden Fall nochmal extra machen. Ja. Was dein Portfolio aktuell so an Teilen ergibt, was du dir so über die Jahre alles überlegt hast und was es alles so gibt. Ne? Das haben wir zwar V6-mäßig schon viel gemacht für meinen Motor, aber da ist natürlich noch viel, viel mehr. Ne? V6, 1.8T, 1.8 Liter, 2 Liter, TTRS oder die neuen Golf 7, diese EA888. Ist ein bisschen Kastenbauprinzip, weil VW kann man ja gut kombinieren, das Ganze. Ja, das kommt raus. So, okay. Ja, also ihr liefert mir an, auf hier drauf kommt der ein Motor, Block, Kurbelwelle, Kolben, Pleu, Lagerschalen, Schrauben, alles. Bei Lagerschalen kann ich manchmal helfen, aber erstmal sage ich, alles wird angeliefert und ich soll das Ding fertig machen. Dann werde ich den Block einmal kurz Block und die Teile durchprüfen. Ich werde den Block ins Säurebad packen, immer. Fast immer. Ist das Pflicht oder nur? Es ist Pflicht. Wunsch. So, nein, es ist Pflicht. Wenn der Rost dran ist, mache ich nicht weiter. Okay. Weil ich möchte, dass der Block ausgeliefert wird und wie neu aussieht. Kann ich bestätigen? Ja. Ich habe es auch schon öfter mal probiert, weil beim V6 sieht man von diesem Block wirklich später gar nichts. Ja. Oder du kannst auch orange machen, ich würde es nicht erkennen. Wieso? Später. Ich musste es einmal machen. Ja, stimmt. Einmal hat er rot gemacht, da habe ich gesagt, kannst du nicht machen. Nein. Ich musste es einmal einen rostigen Block fertig machen, weil das Budget war zu knapp. Für so einen Motor nicht so mag. Ach ja, stimmt. Ja, V6. Nächster Thema. Ja, wir haben auch keine Zeit, das muss schnell gehen. Also, dann wird die Kurbelwelle, genauso wie ich eben gesagt habe, auf Schlag geprüft, gewuchtet, gerichtet und so weiter. Alle Lagerspiele werden dann kontrolliert. Hauptlager, Pleulager, die Pleustangen werden auf Winkligkeit geprüft, die Kolbenbolzenbogen wird geprüft, alles wird einmal durchgeprüft. Genauso wie bei deinem. Die Schritte sind immer die gleichen. Das heißt, wenn einer vorher die Kurbelwelle bei dir wuchten lassen hat und so weiter, fallen ein paar Schritte weg. Ja, natürlich, genau. Ja. Dann wird der Block geplant, gebaut, gehunt.
Ja, das ist jetzt da auch nochmal drin? Da, alles dann drin in dem Gesamtpaket. Ne? Mhm. Und ich montiere den Block. Wichtig dabei natürlich, ich nehme Aufpreis, weil manchmal gibt es das. Ihr liefert einen Kolben an, ich baue ihn ein, ich drehe ihn und sehe, passt nicht. Ölspritzüsen passt nicht. Dann muss ich das wieder ausbauen und ab da läuft die Extra-Uhr, die ich natürlich mir auch extra bezahlen lasse, weil bei meinem Teil weiß ich, dass es funktioniert. Bei den angelieferten Teilen möchte ich aber nicht die Hand ins Feuer legen und wird dann extra berechnen, wenn es nicht passt. Ist ja ungefähr so, wie wenn in der Werkstatt eine Schraube abreißt, so ungefähr, ne? Und da das halbe Auto für zerlegt werden muss. Ja, genau. So, ne? Kann ja in dem Moment der Mechaniker auch nichts für, ne? Ja. Wenn da irgendwas festgegammelt ist. Ja, und dann ist das so. Grobe Preise und manche Sachen werden nach Aufwand berechnet, aber man kann sagen, ihr liefert einen Vierzylinder an und habt dann 2490 Euro und ihr kriegt den fertig montiert wieder zurück. Mhm. Kurbelwelle, Pleuel und Kolben, nicht noch Kopf drauf oder Ölpumpe, das ist wichtig. Allerdings volles Programm, Säurebad, lackieren, alle Lager polieren, durchmessen, Montage, genau. Stoßspiel einmessen, volles Programm. Genau, erste Übermaß, bei Stroker-Sachen, okay. Aber ist nicht so viel. So, 5 Zylinder. Genau das gleiche, 3.050 Euro. Mhm. V6, wie deiner. Diese Option Stahlböcke, Ringe, kann man alles dazu buchen, aber erstmal ist es das standardmäßige sozusagen, der normale Ablauf. Mhm. V6, 3.700 Euro. Mhm. VR6 R32, 3.600 Euro. Mhm. Ja, also er ist ein ganz klein bisschen billiger, weil es ja noch beim Plan war. Und der Rest ist wirklich bei einem VR6 100% die gleiche Arbeit für mich wie bei einem V6. Mhm. Ja. Okay. Das war's. Ja, da könnt ihr euch jetzt alle schon mal ein bisschen was drunter vorstellen. Björn wird das alles haufenweise ausdrucken und parat haben in Hannover. Ja, vielleicht nehme ich auch meinen PC mit, dass ich direkt Angebote, Aufträge ausdrucken kann, dann habt ihr es direkt schwarz auf weiß. Ja. Letzte Frage. Schickt mir bitte keine Teile einfach so hin. Mhm. Das gehe ich unter, weil die Frage an mich zum Beispiel ist, ich habe dir doch den 18T damals geschickt oder ich habe den 18T geschickt, dann gucke ich und dann sehe ich 3 18T und ich weiß nicht, welchen wem gehört. Ja. Das heißt, immer die Ablauf, wenn ihr Interesse daran habt, schreibt eine E-Mail, ich schicke ein Angebot zu, beziehungsweise einen Auftrag. Ihr druckt den Auftrag aus, unterschreibt ihn, legt es mit ins Paket oder kommt vorbei. Das ist noch viel besser. Okay, so, letzte Frage, entscheidende Frage für heute Abend. Auftragslage, wie lange dauert es? Pi mal Daumen für die verschiedensten Sachen. Wirklich ein ganzer Block mit Säurebad, Lackieren und so weiter. Ja. Oder einfach nur eine Kurbelwelle wuchten oder einfach nur bohren, hohen Plan. Nur so, wie man so grob einschätzen kann, wenn jetzt gerade Ferien, Urlaubszeit, wie auch immer dazwischen kommt, ist klar. Aber wenn mal alles perfekt laufen würde. Ich habe ja gerade durch den Umzug und Ferien ganz schön viel geschoben. Das heißt, theoretisch dauert das jetzt lange. Aber ein Blockplan Bornhohen ist ja schnell gemacht für mich. Das heißt, den versuche ich immer, einen hier so ungefähr einen Aufenthalt von einer Woche zu bekommen. Ah, okay. Ja. Bitte nicht, also werde ich mal manchmal angefragt, aber das kriege ich leider nicht hin. Ja, merkt René, wenn ich das nächste Mal frage, wie lange es dauert? Ja, manche wollen ja gerne hier die Runde machen, ne? Burger essen, Oldtimer gucken, dann zu mir kommen und erhoffen sich, dass ich den in den Vormittag fertig mache. Das kriege ich leider nicht hin. Das ist ja. Kurbelwelle wuchten, ungefähr das gleiche. Bei V6 kann es auch mal 2 Wochen dauern. Bei einem ganzen Motor, inklusive der Montage durch das Säurebad und so weiter, dauert es mindestens einen Monat. So ist so der Zeitplan. Aber das sind ja alles noch Zeitfenster, die vollkommen orange sind. Aber wie auch immer, ich plane immer, was reinkommt, wo der Auftrag unterschrieben da ist. Das kommt in die Planung rein. Ich kenne das ja, fragt man mich heute nach einem Motor und dann 3 Monate später sind sie da und sagen, ich habe aber nur eine Woche Zeit. Du hast mir doch gesagt, das geht leider nicht. Ja. Okay, so viel zu BP Motorentechnik. Was kostet was? Ja. Ihr seid jetzt alle schon mal vorgebrieft, denn diesen Freitag, 6.9. in Hannover bei uns in Langenhagen ab 18 Uhr wird Björn euch unterhalten. Ja. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal.